Der traditionelle Wöttelflohmarkt in Hennstedt-Ulzburg lockte wieder zahlreiche Falscher und Bummler jeden Alters an. Eine bunte Mischung aus Kuriosem, Schönem und vor allem Nützlichem wechselte die Besitzer. Auch die Kleinsten fanden für ihre ersten Schritte auf dem Flohmarkt ein schönes Plätzchen. Mit Spielzeugen und Wolldecken bewaffnet freuten sich auch die Kinder auf den Flohmarkt bei Sonnenschein. Organisiert vom DRK-Ortsverein wird es den beliebten Wöttel-Flohmarkt selbstverständlich auch im kommenden Jahr wieder geben.